So, endlich kann's losgehen. Messerrunde auf der zweiten Map auf Train. Und ich bin mal sehr gespannt, wer sich jetzt hier die Messerrunde sichern kann. Ob wir wieder so ein Fünf-Mann-Überleben haben bei den Monarchs oder ob diesmal vielleicht Transect aus sich rauskommt. Das sieht jetzt besser aus, trotzdem. Ja, Monarchs. Jetzt in der Unterzahl, wenn man 2 gegen 1 CD. Oh, holt sie beide noch. Sauber gelöst. Wir Monarchs mit der Seitenwahl. Und ich würde mal sagen, hier geht's. Ja, auf den Switch. Einmal Seiten tauschen. Und wir starten auch direkt mit der ersten Runde. Wir sehen 5 McTeffler bei Transact. Schnell einfach Main raus. 4-mal dazu Kit und Smoke bei den Monarchs. Gehen diesmal auf den Ivy Push. Ah, Prehistoric. Close Distance Glock. Könnte eine Chance haben. Tyler. Da fliegt der Enter da, aber trotzdem Onside können sie traden. Und wir haben eine 3 gegen 3 Retail-Situation, währenddessen Lemon gerade zu den Shot setzen kann. Tyler, die bekommen harmless. Keine Chance. Sauberer, schneller Retake. Natürlich auch mit Diffuse, hier kannst du relativ schnell diffused werden. Die Runde geht an die Monarchs. Und Transact wieder. Immerhin der Bombplant. Immerhin das extra Geld, was man mitnimmt. Auch wenn man dazu natürlich erstmal die erste Runde und die zweite Runde abgeben muss. Wir sehen eine Deagle, P250s, keine Granaten, kein Kevlar bei Transact. Dazu eine Auto-Shotgun bei Impuls. Den zweiten. Regnet des Terroristen. Und den Rest, ja, den teilen Tyler, Sadie und Lemon wunderbar unter sich auf. 2-0 Monarchs und jetzt eben wieder verfrüht die erste AK Kevlar Byrons bei Transact Esports. Schnelle Granaten rein vom Man, dass sie nicht rausgehen können, nicht schnell auf die Idee kommen, da einfach Richtung Olaf sich zu positionieren. Und dann direkt CD schiebt drüber Richtung B-Side, um hier so ein bisschen bei YB aushelfen zu können. Und dann geht ja die Party ab. Lemon, Impulse-Chi. Jeweils, jeder ein Frack. Wir haben direkt die Überzahlen, 5 gegen 3. Direkt muss traden, schafft er auch. Und dann kommt da Tyler und CD. Nur noch harmless und der hat 12 Worten, man weiß, wo er steht. Ivy steht, Orts auf Offense steht. Benon sitzt nicht. Und das ist dann das 3-2 für die Monarchs. Auch die erste verfrühte Byrons. Na, reicht nicht, um hier bei Transact die erste Runde aufs Konto zu zaubern. Nochmal sparen. Und dann geht's nächste Runde wieder. Kevlar und Akas. Dabei bleibt im Pulse-Tree bei seiner Auto-Shotgun. Der Rest natürlich auf den Rifles. Bullnets wieder schnell Richtung Main geworfen. Oben Lemon. Wird die erste Info geholt für sein Team. Der Rest von Transact baut sich aber langsam im Sneaky-Beaky-Mode in Richtung B auf. Da warten ebenfalls auch schon YB und CD. Ja, Monarchs spielen jetzt ganz extrem defensiv. Wir warten darauf, dass sie hier Infos bekommen, dass sich hier Transact zeigt. Sie haben eine Flash auf Harmless. Und er macht sie bereit, um für die B-Side drauf zu gehen. YB schießt da durch. Nein, holt 2, holt 3, fast den vierten. CD ist da. Und das reicht dann auch. Transact, die brauchen Runden. Gerade auf der T-Side, auf dieser so wichtigen T-Side auf Train. Da brauchen sie viele, viele Runden. Diesmal mit der AWP in den Händen von Prehistoric. Na, eben hinten Richtung B an, Richtung B lang, aber da steht aktuell nur YB unten an der kleinen Rampe.
Und das mal wieder Ivy zusammen doppelt. Rek harmlos den da. Man baut sich auch hier etwas ja, defensiver auf. Also geht nicht auf die offensiven schnellen Peaks irgendwo auf die A-Side rein. Oder Dropper. Tyler hinten hält das Ganze am Ivy. Impuls hier unten in der Leiter. Lemon C, die sind da am Aushelfen. Jetzt eben kommt auch YB so langsam in den Genuss, mal große Rampe rein zu pieken. Und da steht die AWP. Hop Prehistoric unglücklich. Man geht jetzt hier in Richtung mehr und da steht Lemon schon auf die Close Distance. Kommt bitte M4. Oh, das hat nicht gereicht. Vielleicht ja Sedi. Nein, auch er ist raus. Ah, Tyler muss aufpassen. Weiß, dass Ivy das Main raus ist. YB Close Distance gegen Olof. Schaut erst nochmal Richtung Main. Und da steht halt, na, den hat er sicher. Aber instant der Trail Kill vom Priestfight. Der war wichtig. Impuls G. Tyler hört die Steps Richtung Grundlinie. Der Puls hier geht erstmal so ein bisschen leer aus hinten. Tyler läuft in die AWP rein. 1 gegen 3 Unterzahl Retake. Da kommt er. Unglücklich. Harmless. Sauber von der Seite. Und endlich, endlich die erste Runde bei Transact Esports. Jetzt heißt das Anknüpfen. Natürlich, Monarchs, die haben extrem viel Geld auf der Bank. Da reichst du die Doppelhaupt, da reichst du noch für viele, viele Runden in Folge. Immer noch, nehmen wir es 6.000, 5.000, 3.8. Also, 1, 2 Byrons kann man damit durchaus noch tätigen, bevor es knapp wird. Ja, harmless diesmal. Ivy gesehen, geht hier auf die Bond-Taps gegen Tyler, aber der bekommt erstmal eine Granate um die Ohren geworfen und macht gar nicht mal so wenig Schaden. Weiterhin Impuls G unten im Dropper. Diesmal keine Auto-Shotgun mehr. Schaut Richtung Main. Air Max steht da ebenfalls schon close. Offensive Smoke kommt rein. Transact geht hier eher so ein bisschen in Richtung dem A-Aufbau. Impuls G, schöner Trade. Währenddessen CD hinten erstmal raus ist am Ivy. Immer noch 50 Sekunden für Transact. 50 Sekunden, in der sie irgendwie die Bombe in Richtung A oder B bringen müssen. Prehistoric auf dem Weg nach oben bei 40. Und sie könnten durchaus noch, gerade mit Rek und auch mit Altner, natürlich hier zusammen mit 3-4 Mann auf die B-Serie. Und natürlich aktuell nur bei B. Mit einem Molotow. Hat noch eine Granate in der Hand. Ja, schaut mal nach oben. Die Steps dürfte Puls, die so ein bisschen gehört haben. Jetzt kommt da eine Smoke rein. Granate ist gut, macht gut Schaden. Schießt durch die Smoke durch und dann holt ihr Prehistoric durch die Smoke. Lemmer mit der Orb. Unglücklich rausgenommen worden. Tyler, Impuls schiebt. 2. Unterzahl Retake. Und auch Tyler zeigt hier sein Können mit der AWP. Impuls schiebt vielleicht einmal, vielleicht zweimal. Dann rauspieken. Schaut nach unten Richtung Öl. Oh, der Shot sitzt nicht ganz und Tyler muss aufpassen, denn große Rampe kommt schon Altner rum mit der AK. Prehistoric aimed. Ja, 1 gegen 1. Molotov oben an die Rampe und Altner kann eigentlich nichts mehr machen. M4 geswitcht, hat ein Kit in der Hand. Schaut Richtung Bombtrain, nach oben, nach unten. Molotov kommt gut. No, der forst ihn raus, aber er kann ihn ein bisschen dodgen, brennt ein bisschen runter. 16 Halfpoints. Und Tyler wird rausgenommen. Transact Esports, sie überraschen, holen jetzt 2 Runden in Folge. Wenn sie die Runde ebenfalls noch holen, dann haben sie gute Chancen auf den Ausgleich in die Monarchs. Sie müssen nächste Runde in die Pistol Eco, wenn sie die Runde abgeben. Diesmal schneller Main Go, einfach eine Flash oben drüber. Vielleicht reicht das ja. Impuls G mit der M4. 1-2 schnelle Frags durch den dritten auch noch. Jawohl, Impuls G. Beim vierten reicht's nicht mehr, aber der Damage, der ist ausgeteilt worden. Prehistoric auf die Long Distance nicht erfolgreich gegen Tyler. Und Altner alleine. Und auch da hageln die Schüsse um seinen Kopf herum. Sie hätten es fast geschafft. Fast geschafft, hier den Ausgleich zu vollziehen. Aber mit dem schnellen Argo, schnell einfach Main rausrushen. Nicht mit Impuls G. Nochmal Pistol Kevlar. Ah, sie forcen hier teilweise rein, Transact. Will ich dem wenigen Geld verschuldet, was sie auf der Bank haben.
weg. Ein bisschen Pre-Fire vor der B-Side. Hinten Ivy steht der Rest des Teams. Also so ein bisschen die AWP von Lemon zu dodgen. Jawohl, Prehistoric raus. Bombe hat man gesehen. Eine Granate, vielleicht noch ein bisschen mehr Schaden machen. Harmless piekt da nochmal rein. Mortar Force ihn raus, perfekt. Und CD oben große Waffe. Ein Shot setzen gegen Rack. Erfolgreich. Air Max. Und Altner. Doppeldiegel. 2 gegen 5 Unterzahl. Alter steht im Pulse-G. Nimmt das Ganze weiterhin ab. Traut sich noch nicht nach oben. Jetzt kommt die erste Flash. Ja, schönes Timing. Aber unten CD. Short vor B-Side. Altner holt sich die erste AK in die Hände. Immer noch ein 1 gegen 4. Rotate kommt jetzt. Sie aimen leichter hinten ab. Stehen bereits hinten am T-Spawn. Und Altner, Force die große Rampe. Weiß Connection Onset. Bomb drin steht. CD ist da. Durch den Boden durch. Oh, somit wieder 4 Runden Führung für die Monarchs. Währenddessen Transit Esports nach diesen 3 Mann Force Buy nochmal in die Pistole Eco muss. Man teilt sich dann mal so ein bisschen auf. Einer Main, der Rest hinten am Ivy. Vielleicht mit ein bisschen Überraschungseffekt. Ein bisschen Glück haben, aber nicht, wenn Tyler mit der AK da die Instant die Info bekommt. Molotov raus, macht gut Schaden. Kommt, Bombe ist down, sie brennen runter. Air Max auf 30, weg. Hat noch Full Life. Das ist ganz einfaches Spiel für Tyler. Und erneut rückt die Halbzeitführung in greifbare Nähe. Eine Runde noch, währenddessen. Ah, Transact erstmal die Pause callt. Ob das Ganze jetzt taktischer oder technischer ist, natürlich nicht ganz aus dem Chat zu lesen. Wahrscheinlich eher taktischer Natur, der natürlich ganz klar. Train, ersten 9 Runden sind gespielt worden. Wir haben 7:2 Spielstand für die Monarchs. Und irgendwas. Ah. Sollte man ändern, wenn man hier noch Runden holen möchte. Natürlich ist die Byron, die wieder extrem wichtig ist für Transact. Die muss gewonnen werden. Radar, vielleicht mit taktischer Abstimmung. Was versucht man vielleicht ein bisschen zu faken? Vielleicht mit zwei Mann hinten ein paar Smokes in Richtung A-Side zu werfen vom T-Spawn aus. Die dann vielleicht on-Side irgendwo aufgehen am Bomb-Train. Dass man hier überhaupt keine Vision hat, außer Sicht der Monarchs. Dann im Rest des Teams vielleicht schnell Richtung B, über kleine, über große Rampe. Um hier so ein bisschen das Timing mitzunehmen, den Schwung auszunutzen. Und die Overrotation vielleicht zu forcen. Na klar, auch ganz klar, die Monarchs, auch die können jetzt erstmal vielleicht schauen, ob sie sich vielleicht ein bisschen taktisch anpassen. Vielleicht nicht direkt auf den ersten, auf die ersten Smokes reagieren, vielleicht ein bisschen abwarten. Um eben gerade vielleicht ein Fake zu dodgen. Beide Teams sind ja ready. Können weitergehen. Einfach B offensiv vor Molotov geworfen. Na, Rack könnte traden. Hat eine gute Position, jawohl. Und trotzdem bekommt er auch schon ordentlich Schaden mit natürlich die Überzahl und der HP-Vorteil. Der ist wieder natürlich ganz, ganz deutlich auf der Seite der Monarchs. Bleibt hier bei einem 3-mal A-Holz. Alleine Lämme mit der Orb vor B. Hier früh auf die Long Distance die Info zu holen. Transact. Hinten Richtung T-Spawn. Vielleicht schafft das ja Prehistoric
mit der Orb noch irgendwie ein Entry zu setzen. Derweil am Ivy. Was? Nickt sich Tyler offensiv rein, hat also die Info, Ivy ist komplett frei und dann eben kommen die ersten Granaten Richtung A-Side. CD hinten schaut Richtung Main am Elektro und einer guten Position, dass noch nicht gesehen wird. Und dann kommen sie langsam raus. CD. Den Fuß gesehen. Ah, gegen Prehistoric. Trade Kill sitzt nicht. CD muss aufpassen. Komm, Prefire, sitzt gut und wir sind zum zweiten auch noch. Und dann lassen sie auf A nichts anbrennen. Achte Runde für die Monarchs. Die Hardstyle-Führung, die ist sicher. Und für Transit Esports geht es wieder in die Pistol Eco Runs. Wieder ein bisschen Geld sparen. Sind Triple Deagle, P250, ISZ, vielleicht ein schneller B-Go. Oh, da ist YB sehr offensiv unterwegs. Molotov geworfen, Forste direkt zurück. Da können sie nicht durchgehen, eine kleine Rampe. Und dann kommt schon die Rotation von Sedi. Wir sehen es, der schnelle B-Go instant abgebrochen worden. Und die Frage eben jetzt mit Pistols Only. Bekommt man irgendwo vielleicht einen Lucky Deagle Entry? Sie aimen erstmal ab, sie warten auf den Offensivpush der Monarchs. Dass sie vielleicht Richtung T-Spawn offensiv pushen vor B. Offensiv reingehen. Impulsstream muss aufpassen. Dropper. Oh, die Flashback ist gut. Holt sich den ersten. Na, hört die Steps oben. Sie gehen jetzt zur Viert Richtung B zu raus. Und da natürlich steht CD mit der Orb. Flashback ist gut. YB angeschossen. 16 Health Points. Holt sich zum Glück noch Air Max. Eine Bombe, die kann gelegt werden. Und dann kommt Alt mit dem Headshot. Auch CD angeschossen worden. Und den Shot nicht ganz. Reck oben. Harmless außer dem Öl und Altner ist jetzt durch. Impulsschi pusht da einfach runter. Harmless mit der Tapito 50 Close Distance. Nein, oben ist Tyler. Und Dreck. Ja, sneakt sich unten rein. Holt sich Impulsschi und dann ist das CD durch Solz. Und die 9. Runde für die Monarchs. Weiterhin Doppel-Orb bei den Monarchs. Eine Orb bei Prehistoric von Transact. Wieder schnelle Granaten Richtung Main. Vermindert, dass wir nicht rauslaufen können, nicht schnell Richtung Olaf gehen können, ohne Schaden einzustecken. Und bei B. Mit einer Offensiv-Smog vor B. Schaut mal links ans Geländer. Oben drüber. Loonzen über die Smoke. Altner steht bereit. YB muss aufpassen. Dann kommen sie unten am Dropper. Altner fliegt mal rein. Schafft es gegen YB. Vielleicht kommt ja Lemon noch zum Schuss. Zum Abschluss. Nein, noch da sitzt der AK-Headshot. Und wir haben eine 3 gegen 5 Unterzahl für die Monarchs. CD, Impuls G und Tyler. Zwei schon geschoben. Vielleicht bringen sie jetzt gut. Altner zum dritten. Eieiei, der hat ganz schön Bock diese Runde. Tyler hat im ersten Trade weiß aus der Stehenshalle zum zweiten. Macht hier extrem viel Schaden. Auch Impulsschi ist schon close. Schaut mal, überall hin am Zug stehen sie. Und der Rest kommt aus dem Connector raus. Air Max. Und Prehistoric. Und Tyler hat eine Smoke. Einmal undiffused. Na, das könnte jetzt aufhören. Das könnte funktionieren. Holt sich den ersten weiß irgendwo die AWP. Prehistoric muss pushen. Granate macht nicht gut Schaden. Und die Zeit reicht. Tyler schafft es. Hört die Steps in der Smoke. Holt den Headshot. Und urplötzlich, aus dieser deutlichen Unterzahl, schafft man es doch noch irgendwie, die Bombe zu defusen und die Runde aufs eigene Konto zu holen. Natürlich durch die Bomblands gibt es jede Runde Arkas, Kevlar und Fullness bei Transact. Wenn Monarchs dagegen stapelt sich das Geld wieder ins Unermessliche. Wir haben CD mit der Autosniper. Ein bisschen Prefiren vor die Leiter oben. Vielleicht ein bisschen Early Damage machen. YB muss aufpassen oben.
Da steht Harmless schon bereit. Vielleicht schafft das ja Prehistoric. Nein, nicht gegen Tyler. Auch Main, erstmal keine Chance. Altner, Harmless, beide im Dropper drin. Natürlich, da haben sie Vision drauf. Lemon. Mit der AWP. Jetzt die Piste, Close Distance. Noch 55 Sekunden. Und Train Sack kann eigentlich nirgendwo hingehen, ohne dass die Monas hier schnell die Infos bekommen. Wir müssen erstmal warten, bis wir haben noch viele Granaten. Wir haben noch jeweils Smoke, Molotov, Flash und eine Nade, den sie vielleicht arbeiten könnten. Jetzt fliegt Hammers mal raus. Dicke Doppel-CD ist da. Holt sich beide mit der Autosniper. Gleiches Spiel wie letzte Map. Eins ist sicher: Transact braucht die Pistolrunde der zweiten Hälfte. Wieder offensiv vor B2B. Ah, die ist ein bisschen zu greedy. Jetzt kommt der 5-Mann-B-Train. Ja, CD, Impuls-G. Schieben nur langsam. Mit der Autosniper nach oben. Schaut er, hat eine Gap da. Kann er da einfach reingucken. Ja, trifft die Shots nicht ganz gegen den Bombencarrier. Holt sich aber halt raus. Hinten am Zug. Macht hier extrem guten Schaden gegen einen Teamkollegen, gegen Lemon. Wir haben trotzdem einen 4-gegen-4 Retake. Und der Schaden, ja, der ist auf beiden Seiten gar nicht mal so schlecht. Straight Kill kommt vom Priest zu gegen Tal, gegen den Backstabber. Und sich in alle hinten an die Rundlinie auf der B-Side. Smoken sich, große Rampe, flashen sich einmal hoch rein Richtung Side. Unten warten, wartet Air Max noch. Prehistoric, eine Mord, kommt der Baumblätter, holt sich CD ab, den zweiten. Na, da reicht's nicht mehr ganz. Und sie haben keine Nades mehr. Und sie haben beide Low HP. Diffused einmal an, Mordtopf geht nicht auf! Prehistoric mit der Granate, der holt ihn! Und dann ist es oben leer, die Bombe! Die Bombe, die geht hoch! Dritte Runde Transact. Der Molotov ging nicht auf unten und dann zum Glück die Granate und beide angeschossen gewesen. Dass man da den Bomben-Diffuser noch gerade rechtzeitig rausnehmen kann. Letzte Runde der ersten Halbzeit. YB. Ah, wieder offensiv vor Beard hinten. Lemon als Backup dabei. Da kommen sie mit drei Mann. Aimen da erstmal ab. Und YB wartet. Rock kommt close. M4 zum ersten. Hinten jetzt die AWP. Lemon ist zurückgegangen. Lässt ihn also extrem defensiv stehen. YB wird getradet. Auch eben im Main. Offensiv-Peak nicht erfolgreich. Lemon. Ah, erster Smoke. Kann man vielleicht von oben so einen kleinen Vorteil haben. Droppt runter hinten Richtung Gelb. Unterzahl für die Monarchs. Und sie aimen erstmal ab. Auch Transect lässt sich ein bisschen Zeit, sich langsam in Richtung Bombsite ranzuarbeiten. Harmless. Haltner. Wir warten jetzt auf Air Max mit einer Flashbang rausgehen. Hinten wartet er mit der Orb. Lemon ist da. Bombe ist da und schaut nochmal nach. Lemon! Und den trifft er nicht, den Shot. Molotov etwas zu spät. Prehistoric. Air Max brennt runter. 1 gegen 3 Sightholes. Und die Bombe, die tickt. Aber Smoke, Doppelsmoke kommt. Drop unten raus. Und dann ist Tyler zur Stelle. 12. Runde Monarchs. Und wenn sie jetzt die Pistole holen, die Eulen, dann haben wir direkt eine sichere Overtime auf der zweiten Map. Runde zweite Hälfte. Thema Careful auf beiden Seiten. Monarchs mit Smoke Doppelflash. Transact mit Kit und Smoke in der Hand. Erstmal drei Mann auf A, zwei auf B. Monarchs mit dem schnellen B-Go. Einfach durch.
Na, stehen schon bereit. Prehistoric, Altner, warten drauf, dass sie sich große kleine Rampe zeigen. Erster Flash kommt, zweiter Flash ebenfalls, aber Altner ist nicht blind. Immerhin ein Trade. Prehistoric zum zweiten. Ja, zum dritten reicht's nicht mehr ganz. Die Rotation, die ist schon da. Bombe ist gelegt worden. Immerhin Geldbonus für die Monarchs. Aber die Runde geht an Transact. Und damit haben sie sich auf jeden Fall eine Chance erarbeitet, hier vielleicht so ein bisschen ein Comeback zu starten. Vielleicht Runden gut zu machen. Natürlich sind es immer noch extrem viele Runden Abstand zwischen den beiden. M4s, UMPs, Monarchs mit einem breiten Aufbau. Oh, Impuls G! Immerhin eine M4 rausgenommen von der B-Side. Die müssten sie entsprechend wieder aufnehmen, aus der Sicht von Transact. Lemon auf dem Weg Richtung Dropper. Monarchs jetzt schon hinten vor Main. Unten eine Leiter und zwei am Ivy. Ja, spät hier wunderbar zwei Mann down, nur noch Tyler alleine. Der Deagle in Main. Bombe in der Hand. Natürlich muss aufpassen, überall können sich hin. Dropper könnte sein. Ivy onside. Der Max hält das Ganze defensiv. Kurz ein bisschen reinpieken. Vielleicht ein bisschen Time-Luck haben. Das ist gesehen worden. Ich bin der Verdreis nicht mehr. Fünfte Runde für Transact. Aber jetzt eben geht's für Monarch. Sind die erste AK-Kevlar bei Round rein. Und jetzt gerade mit dieser Feuerkraft könnte man gegen die 1-2 SMGs durchaus noch einen Vorteil haben. Und so eben ganz schnell die Überzahl rausspielen. Ah, sauber. Gerade wie angesprochen. Hinten Ivy offensiv mit dem Flash. Harmless! Ah, switchen jetzt auf die erste gewonnene AK. Lemon! Schafft's nicht zu traden. Vielleicht ja Tyler auf die Long Distance. Aber da fliegt der Headshot nicht wirklich. Impuls G cleared immerhin die Base. Bombe kann also gelegt werden. Und wir haben ein 2 gegen 3 Sightholds. Hinten CT-Spawn kommt. Connector kommt. YB hat eine gute Position. Genauso wie auch Impuls G! Ah, im Granatenwerfen einfach abgeholt worden. YB hat die Info. Einer Connector raus. Dann flecht sich ja mal hinten. Beide sind sie close und den ersten, den zweiten nicht. Aber Impuls G, der weiß jetzt, wo Bescheid ist. Und dann kommt YB, macht sie beide. Braucht die Hilfe gar nicht von den Kollegen. Und die erste AK Byrons. Die geht auf. 13. Runde Monarchs. Währenddessen Transact, ah, sie haben teilweise genug Geld, um reinzukaufen und das wird jetzt auch konsequent durchgesetzt. Wir haben drei Rifles, eine Orb und eine Desert Eagle auf Altner. Impuls G, schnell einfach A-Side raus, Tyler mit der MAC-10 plus Distance, das reicht nicht ganz, um Effekt zu setzen, aber der Rest ist da. Und daneben kommt die AK zum Einsatz. Trotzdem gibt es den Trade Kill. Überzahl für Transact. YB schaut mal Richtung Bombtrain, Richtung Side. Immer noch alle hinten vorm Connector gestapelt, die Jungs von Transact. MX raus. Altner kann erstmal nichts machen. Hinten kommt Rack über die Grundlinie. Und die Bombe, die ist onside. Die könnte gelegt werden von CD. 3 gegen 3 Sightholds. Orb, M4 Deagle gegen Doppel-AK und eine UMP bei den Monarchs. Natürlich müssen sie überall hinschauen. Grundlinie, Main, Dropper, Connector. Ah, hören jetzt die Steps onside. Sie haben noch 1-2 Flashes. Und dann kommt die erste von Lemon. Na, kommt ein bisschen too late. Trotzdem, YB, CD, perfekt. Und Rick, wir sehen es schon. Der geht zurück. AWP sichern.
Und immerhin bringt er seine AWP durch. Der man vielleicht diese Runde noch so ein paar Impact-Tracks machen könnte. Wir haben die Monarchs, sind nicht in der Fulbaround Transact mit 2000 auf der Bank. Die wollen es riskieren. Sie gehen hier in den Force-Buy rein. Wir wollen es gar nicht erst zur sicheren Overtime für die Monarchs kommen lassen. Wir gerade gar gegen die AKs und diesen schnellen Dreimann-Arm-Main-Go. Das wird tricky. Wir wissen, die Orb im Connector. Lemon hält das ganze Defense mit hohem Flashbang. Erstmal Richtung Side. Hinten pusht bereits 2B offensiv durch. Holt sich den ersten Mann raus. Rack brennt an, muss raus. Air Max in der Smoke, muss aufpassen. Und das ist Prehistoric. Und das ist die 15. Runde. Ganze 10 Map- und Matchpoints für die Monarchs. Transact limitiert auf 2.500 Dollar. Also maximal ein paar Pistolen. Kevlar. Sehen zwei Scouts, eine Mac 7. Aber mehr. In Richtung SMGs, Rifles. Ist da erstmal nicht drin. Vielleicht schaffen sie Scouts ja. Wieder einfach Main. Leiter raus. So und sich die ersten beiden Entries. Prehistoric, Altner. Ja, 1 gegen 5. Das riecht nach dem GG hier. Altner alleine. Von links, von rechts, von überall kommen sie. Good game, well played. Monarchs bezwingt Transact Esports mit 2:0.